Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo. Okay, die Anmod war mega cringy. Oh, genau so war die Anmod. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo. Geil, die Hippos sind voll erforscht. Schön. Die Happy Hippos. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um das Gehege gekümmert. Und ich finde, es ist eigentlich ganz okay geworden. Man hätte natürlich noch ein bisschen mehr rausholen können, klar. Aber man sieht den Hippos sind happy. Ja, die stabile Rückzugsorte. Ja, ich kann nicht, keine Ahnung, 50 Unterstände bauen. Das geht leider nicht. Ja, wir hatten dann noch. Ich habe dann hier offscreen halt noch ein bisschen weitergebaut, ein bisschen gebastelt. Nichts Großes, also immer nur so ein bisschen oberflächlich. Ein paar neue Hütten erneuert, hier einen Weg gezogen. Weil ich nicht abwarten konnte. Hier habe ich noch ein paar Bäume reingesetzt, weil ich fand, es war einfach ein bisschen zu karg hier. Und ich werde jetzt in Zukunft mal schauen, beziehungsweise darauf achten, dass ich, wenn ich ein neues Gehege baue, ein bisschen im Internet schaue, was so das Habitat von denen ist, zum Beispiel der Schneeleopard, ist ja die Taiga. Und es ist einfach, da sind halt mehr Bäume. Gut. So, dann habe ich auch noch eine neue Nachricht. Ich habe auf Screen. Gucken, was wir haben. Ich habe einen akzeptablen Albino-Löwen gefunden. Und jetzt können wir loslegen mit dem Löwengehege. Ich bin mega, mega hyped. Ich muss nur gerade mal gucken. Wir hatten Baupläne. Ist das schon freigefordert? Ach, scheiße, ist es noch nicht. Gut, dann machen wir das mal schnell, weil es gibt Gehegebaupläne. Und die würde ich gern mal hier, Baupläne, noch schnell erforschen. Das sollte eigentlich schnell gehen. Hoffe ich. Oh, schön. Hier haben wir Nachwuchs. Ich weiß gar nicht. Ach so, war die schwanger überhaupt? Oh. What? Wieso hat die denn so schlechte. Schlechte Stats? So, neues Gehegetier züchten. Und ich habe mittlerweile auch so ein bisschen mich mal durchgeklickt durch das YouTube-Verzeichnis und habe mal andere angeschaut, andere Videos angeschaut, wie die so ihre Gehege zusammenstellen. Boah, das war echt heftig, ohne Scheiß. Ich bin im Vergleich zu denen so fucking unkreativ. Das ist einfach nur, also im Vergleich ist es einfach hässlich, was ich hier gerade baue. Das war so eine krasse, so krasse Gehege haben die gebaut, so mit, wo die, also wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben. Mit Hügeln, total viel Pflanzen, wo die, da konnten die Gäste irgendwie auf den Berg hoch mit den Treppen laufen. Boah, das war echt krass. Dann so Brücken gebaut, wo die so drüber laufen können. Zu einem anderen Hügel. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. So von hier so eine Leiter runter. Die Kletterfläche. Weil die wollen doch bestimmt auch klettern. Also wisst ihr, so halt. Nur das ist echt nicht einfach. So halt. So, als wäre ich dankbar, dass es das hier ansnappt. So halt, ne? Ich weiß nicht mal, ob die das so benutzen können.
Wird sich zeigen, ob die das so benutzen können. Wäre schön, wenn ich das mal sehe. Aber theoretisch. Ach ja, und dann habe ich gesehen, es gibt bei H. Gehege, Tierwohlbefinden, Gehege, passierbarer Bereich. Rückzugsort. Okay. Passierbarer Bereich. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Normalerweise müssten die Bäume grün sein, weil die Katzen klettern ja auch hier hoch. Und das müsste auch eigentlich angezeigt werden. Also passierbarer Bereich heißt ja da, wo sie lang klettern oder langlaufen können. Erklimmbarer Fluchtpunkt. Überspringbarer Fluchtpunkt. Ach so. Erlaufbarer Fluchtpunkt. Okay, doch nicht so. Weil bei dem einen Video habe ich gesehen, da wurde halt angezeigt, wo die überall lang klettern können. So, was ist mit denen los? Ach so. Ja, aber die sehen das hier doch gar nicht. Hier, das hier vielleicht, aber doch nicht das. Das können die doch gar nicht sehen. Oh, was? Ah, das war das Baby hier. Das ist jetzt erwachsen geworden. Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht... Ich glaube, tragisch, oder? Moment, ich guck mal kurz in der Zoopedia. Ah, Zoopedia. Wie viel Tier? 3 bis 30, bis zu 29 Männer. Männliche Dominanz. Polygyn. Ein dominantes Männchen paart sich mit seinem Harem aus Weibchen. Okay, also es ist nur ein Männchen und mehrere Weibchen. Gut, dann müssen leider... Müssen wir die Männchen... ausweisen. So, auf Wiedersehen. Oh, es gab gut Punkte. Und du kleiner Knirps musst doch auch langsam erwachsen werden. Ja, du wirst auch gleich erwachsen. Pupsi. Können wir dich nämlich auch aus dem Zoo verfrachten. Aber noch sieht es ja gut aus. Die Mädels behalte ich. Und die Männchen muss ich verkaufen. Oh. Gut, wir müssen aber jetzt in der Folge mal was machen. Wir bauen jetzt mal, wir fangen an, das Löwengehege. Ach nee, wollte ja erst forschen. Scheiße, oh, das dauert ja voll lange. Och nee. Gut, da muss ich mir halt jetzt selber was einfallen lassen. Ich will jetzt nicht länger warten. Wir bauen jetzt einfach mal los. Die Frage ist halt nur, wo? Ich denke mal, ich würde das hier hin machen. Oder hier? Hier hin. Nee, wir machen hier weiter. So. Ah, oh. Deswegen sehen die das. Negativer Einfluss. Geht gleich los, Leute, sorry. So, jetzt. Gut. Fangen wir mal mit der Barriere an. Ich weiß halt nicht, wie ich das jetzt... Ah,
anfangen will, also wie ich ja jetzt am besten starte. Ich ziehe jetzt erstmal hier eine Betonlinie. Mach mal rund. Ich weiß auch gar nicht, wie viel die brauchen. Ich denke mal schon eine Menge. Dann mache ich das Gehege. Ich versuche es einfach mal ein bisschen kreativer zu gestalten. Ich meine, in der Savanne ist jetzt auch nicht wirklich... ja, sieht jetzt auch nicht so anders aus als... keine Ahnung, mir fehlen gerade die Worte. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oh, da gab es einen kurzen Ruckler. Ich speichere mal. Nur zur Sicherheit. So. Und... Das wird halt jetzt extrem viel... Besucher anziehen. Das heißt, wir brauchen wirklich viel Platz. Hoch auf jeden Fall auch. Und wir müssen es... sind die Erklimmer? Ach, nicht Erklimmer. Okay. Schön. Okay, das sieht jetzt ein bisschen krass aus. Weil dann würde ich nämlich jetzt hier auch mal anfangen, so ein bisschen... Nee, das ist zu hoch. Scheiße. Nicht erklimmbar, aber das heißt ja, dass ich da auch dann drüber springen können. Ich rau das Gehege mal ein bisschen auf. Weil in der Savanne, da wo die halt leben, da gibt es halt keine Berge. Also Savanne ist halt auch echt... ist flach. Vielleicht ein bisschen Hubbel, aber sonst. Was ich vermisse an dem Spiel, ist tatsächlich die Savannengräser. Wie bei Planet, bei Zoo Tycoon 1. Da hatte man ja quasi... Je nach Tierart hat es zum Beispiel die Savannentiere, waren halt mit gelbem langen Gras. Also wäre jetzt hier so Stroh und alles. Ja, das vermisse ich halt hier ein bisschen. Weil wir arbeiten hier ja tatsächlich nur mit Gras, Schnee, Erde und Sand. So, da mache ich mit 8 Meter, weil das wird sicher ein Kassenschlager. Ich erwarte... höchsten Ansturm. Dann müssen wir auch irgendwann mal, wenn unser Zoo so gewachsen ist, dass wir zum Beispiel die Besucher, die vorne reinkommen, es nicht mehr schaffen oder ja, nicht mehr bis hinten durchlatschen können. Oh, jetzt müssen wir kurz nochmal zum... Oh, scheiße. Nee, da will ich nicht lang. Will ich hier lang? Ich will hier lang. Kleiner Bogen. So. Flusspferd. Flusspferd verkaufen. Du da, ne? Was bist du? Na? Ah, jetzt. Ach so, hä? Das ist ein neues? Wann hat die denn das Baby bekommen? Ja, du hattest Nachwuchs, aber... okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Wir bauen weiter. Wir sind schon bei 17 Minuten. Ich habe nichts geschissen bekommen, ey. Leck mich am Arsch. Ich will halt nicht, dass sich das so staut hier. So. Dann hier hinten.
Also ich mache auf jeden Fall so einen Königsfelsen, also so einen Löwenfelsen, wo die halt drauf latschen können. Das gibt's ja tatsächlich wirklich. Wo die halt doch ein bisschen klettern können, weil es sind ja immerhin noch Katzen. So. Hä? Das wird mir aber jetzt komisch angezeigt hier. Okay, was? Okay, sie ist wieder schwanger. Ja, okay. Wird schon so seine Richtigkeit haben. Stromquelle hat versagt. Mr. Schnitzel. So, jetzt wird sie ja Nacht. Klasse. Gut, aber das sieht schon ganz gut aus. Sieht natürlich jetzt so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, können die dann hier drauf? Ich will das noch so ein bisschen glätten, also ein bisschen... Ja, genau so. Dass es nicht so kastig hingeklatscht ist. So. Ja. So mag ich es. Oh. Der Sonnenuntergang. Gut, da können wir die eigentlich schon holen. Die Löwis. Boah, da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Ich habe hohe Erwartungen da. So, und... Alter, krass. Ich kann es aber noch nicht glauben. Weißer Löwe. So, guckt euch all diese schönen Tiere an. Alter Verwalter. Ich habe jetzt so ein bisschen... Wow, das sieht halt richtig geil aus. Alter Schlappe. Okay, die Tickets sind sehr günstig, sagen die Besucher. Das ist vollkommen in Ordnung. Kriegen sie eine Erhöhung. So, die Stromquelle, okay. Gut, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen rumprobiert. Habe den mal hier ein bisschen Wasserloch gemacht, nicht zu tief. Und eine kleine Höhle. Und das gilt schon als stabiler Rückzugsort. Das wusste ich nicht. Bepflanzungen sind jetzt auch nicht so Fans. Ich werde ihnen trotzdem ein schönes Savannengehege machen.
Alter, die sehen halt richtig, richtig edel aus. Wie so eine Silberstatue. Ich habe auch keine Ahnung, wie man die züchtet, ehrlich gesagt. Also, wie man das hinbekommt. So, jetzt mache ich den hier nochmal ein bisschen Fels. Mittel? Langt das Mittel? Ja. Moment. Nein. Meine Höhle. So. Mach hier mal rein. Gut. Ja. So, Wasser haben sie. Ist aber, glaube ich, nicht mehr in der Pumpe. Ja, ist nicht mehr angeschlossen. Dann setzen wir hier noch mal eine Pumpe dran. Gut. Spielzeuge wollen sie natürlich auch haben. So, machen wir hier eins hin. Einen Blutkürbis. Natürlich wollen die auch einen Kratzbaum. Was zum Reiben. Gut, das reicht erstmal und ey, so schön, wirklich. Ich bin gerade voll geflasht. Krass, toll. So. Dann. Afrika-Biom. Kontinent, natürlich afrikanisch. Und Graslandschaft. Pflanzen. So viel wollen sie, glaube ich, auch gar nicht. Ich würde gerne den Baum würde ich gerne benutzen. Okay, das reicht ihnen tatsächlich schon. Bäume wiegen natürlich mehr, also in der. Diese kleinen Büschchen, die sind vollkommen in Ordnung. So, dann würde ich den gerne. Oh, der Baum wäre natürlich auch krass. Hier, der hier. Oh, es ruckelt. Speichern. Bin total vorbelastet. Aber oh, der wäre richtig cool, der Baum. Aber ich glaube, das mögen die dann auch nicht mehr so. Hier oben drauf. Oder den hier weg. Und dafür den hier dran. Geht noch. So, da würde ich den hier oben gerne noch ein kleines Plätzchen zum Chillen.
König der Tiere, dann muss natürlich hier auch herrschen, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die überhaupt da hochkommen. Doch, müsste von hier. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Gut. Dann ein paar Felsen auf jeden Fall noch. Ich würde denen gern so einen kleinen Wasserfall noch bauen. So hier hin. Den größten bitte. Oder hier drauf. Ich hab grad mega Hunger. Muss gleich nach der Aufnahme was essen. Was Flaches noch vielleicht hier? Schwebt der Stein? Der schwebt. So. Oh, ihr seid so süß. Es ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, logisch. Weil es ist ja... sind Albinos. Wie oft kommen in der Natur kommen die schon vor? Also kannst du an einer Hand abzählen. Ich glaube, die können sogar hier auf dem Baum auch drauf. Auf den großen. Die können da, glaube ich, auch drauf springen. Und da oben chillen auf dem Ast. Hier. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn man das so sehen würde. Gut, dann, ja, hier war unser Projekt. So, jetzt würde ich hier gerne nämlich wieder ein bisschen Wasserfall-Action haben. Hab ich schon? Hab ich nicht. So. Gut. Okay. Kommt irgendwie doch nicht so an. Ich hätte ehrlich gesagt gerade mit ein bisschen mehr Ansturm gerechnet. Kommt vielleicht noch. Die Leute müssen sich wahrscheinlich erstmal... oder müssen erstmal... checken, dass ich so tolle Löwen gerade hier drin habe. Hier muss ich noch ein bisschen was ändern. Das ist auch hier noch ein bisschen karg. Dun, dun, dun. Wo sind sie denn? Du hast Verletzungen. Ein paar Kratzer. Oh mein Gott, wie kann man nur so süß sein? Die Pfötchen. Oh Gott, es wird echt schwer, ein Thumbnail zu finden. Oh, ich bin verliebt. Okay, Gehege. Baupläne sind da. Wenn jetzt der Bauplan kommt mit dem Katzengehege, drastisch aus. Katzenartiges Gehege, das haben wir schon. Hier, nee, das heißt Pflanzenfressergehege. Es gibt noch ein Savannenkatzengehege. Oder? Okay, ich glaube, das war. Nee, das ist es nicht. Großes Bärengehege. Nein. Okay, dann kommt es noch. Ja, da seid ihr geschützt da drin, ne? Im Regen. Ah, hier stehen die Leute. Da fehlt aber hier noch eine Tafel.
Boah, ich weiß noch, wo ich das erste Mal im Zoo war. Also, was heißt das erste Mal? Also, doch. Doch, kann man eigentlich schon sagen. Es war hier im Basler Zoo das erste Mal, dass ich Dings. Löwen gesehen habe. Ich hatte so Schiss, glaubt ihr gar nicht. Also, was heißt Schiss? Ich hatte. Doch, es war schon ein bisschen Schiss. Es war schon ein bisschen Schiss. Weil du siehst die einfach und das war einfach nur getrennt durch so ein Wassergraben. Oh nein. Nein, Wildhund. Wer ist denn da jetzt noch drinne? Niemand mehr. Wir brauchen ein Mädchen. Literat. Westafrikanischer. Die nee, Wildhund einfach nur, oder? Wildhund. So. Da, bam, bam, bam. Okay, da werde ich jetzt nicht gerade mit den Dings um mich schmeißen. Gibt es da auch Bargeldverzeichnis? Was? Das kann doch gar nicht sein. Okay, wir haben 1000 Punkte knapp. Gut, dann greifen wir jetzt nochmal in die Tasche. Alter, 500. Wollt ihr mich verarschen? Oh! Ich gebe doch keine 500 für einen Wildhund aus. Ah, komm, 55. Was? Warum? Boah, hat den mir jetzt schon jemand weggeschnappt? Gut, dann hoffen wir, dass er die Gene vom Papa bekommt. So, bist du schon schwanger? Nein. Die werden sich nur bald paaren. So, Wasserfall. Oh mein Gott, ich sehe gerade, ich muss erstmal, ich muss langsam mal die Folge beenden. Okay, das ist ein bisschen zu groß. Und Fontäne, Wasserfall unten, Wasserfall oben. Ja, ist ja gut. Wasserfall Mitte? Doch sowas. 05. Ja, doch, das geht auch. Ich bin ein Fan von so Wasserfall. Jetzt muss ich halt nur hier unten, da passt es halt irgendwie jetzt gar nicht hin. Also, das ist ein bisschen zu groß. Nein, nicht zwei Stück. Da. Doch, die leben noch ein bisschen. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Waterfall. Ja, gut, ne? Dann machen wir an der Stelle mal eine kleine Folgenpause. Ich gehe was essen. Das sieht doch schön aus. Das ist auch ein tolles Thumbnail bestimmt dann. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann sehen wir uns morgen bei der neuen Folge wieder. Bei Planet Zoo. Mal gucken, was wir da machen. Wahrscheinlich bekommen wir da ein paar Babys. Hoffe ich zumindest. Und ja,
Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.